und willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir mal ganz kurz den Astra H auf der Bühne, schwenken aber gleich rüber zum Astra G. Da geht es nämlich auch weiter, was die Bremse angeht und ein bisschen den Rost. Aber ich bin jetzt eine ganze Zeit lang rumgefahren und bei mir war immer an der Hinterachse irgendwas am Poltern. Ich habe gedacht, das wäre der Stabi gewesen, der irgendwie nicht richtig fest war, weil ich habe den ja schon mal halb verloren. Da hatten wir hier die Schrauben getauscht. Aber es ist super simpel und das habe ich jetzt auch das erste Mal gesehen. Ich habe hier so helle Schleifspuren am Auspuff. Das heißt, die Achse, wenn der Wagen auf dem Boden steht, kommt einfach die Achse an den Auspuff, wenn die noch ein bisschen einfedert. Ich würde fast behaupten, da reicht, wenn die so 1,5–2 cm einfedert. Ja, so, jetzt natürlich alles auf V-Band umgebaut. Ist natürlich schwierig zu korrigieren durch irgendwie ein bisschen Verdrehen oder sowas. Ich werde jetzt auch einen Teufel tun und das losmachen, weil ein bisschen Spannung ist drauf, gebe ich zu. Wir mussten da im Nachhinein, dass es nicht so ultra heftig poltert, mussten wir ein bisschen was machen. Ich denke, ich werde einfach hier oben, ich hoffe, dass das noch im Bild ist, also einfach am Endschalldämpfer die Halter ein bisschen runterbiegen, dass der einfach ein bisschen höher kommt. Luft hier oben habe ich noch, das ist, ja, dann steht es einen Hauch höher als eigentlich soll, aber ich kann damit leben. Zur allergrößten Not drehe ich das Endrohr selber wieder runter, das dürfte kein Problem sein. Und jetzt gucken wir uns den Astra G an. Bis gleich. So, ich habe jetzt eben den Astra G gegen den Astra H getauscht auf der Hebelbühne und ich habe noch mal ein bisschen genauer hingeguckt mit dem Rost und das wollte ich euch jetzt einfach mal eben zeigen. Ich nehme euch da jetzt einfach mit, wenn ich dann den... So, da ist der Hebel. Und zwar haben wir ein riesig großes Problem. So, da seht ihr, da ist ein riesen Loch drin und das Blech liegt da. Da liegt was, da liegt was. Alles rausgeschnitten und alles Käse und ja, da sind noch Reste dran. Ich habe nämlich nicht so einen Bohrer für die Punktschweiße, Punktschweißpunkte, ja, irgendwie sowas. Ihr wisst, was ich meine. Habe ich also einfach drüber weggedreht mit der Wasserpumpenzange. Und jetzt ist aber mein Problem, der Schweller, der sieht überall, also oder fast überall, ne? Also hier ist mal ein Stückchen, da wäre noch gut. Da ist schon wieder ein Rostloch. Das heißt, das kleine Rostloch wäre als Flicken, wenn man jetzt wirklich immer alles perfekt wegmachen will, wäre das als Flicken wieder irgendwie so ein großes Blech. Und dann geht es da weiter, da ist jetzt nur blöderweise der Bühnenarm im Weg. Hier, also da geht es weiter, da muss auf jeden Fall ein Flicken rein, der wäre auch groß. Direkt in Verbindung wahrscheinlich damit. Und die Schwellerkante selber, wenn die sich jetzt überhaupt so nennt, ja, müsste eigentlich, sieht erstmal ganz gut aus. Eben hier hinten, deswegen ist mir das auch hier aufgefallen, das Stückchen hier. Also ich habe den Wagen gerade aufgebockt, ein bisschen weiter hinten, weil ich eigentlich hier an dem Rost arbeiten wollte. Und dann fahre ich hoch und dann hat die sich einfach 90 Grad fast weggeklappt Richtung Achse. Und dann wäre die Kiste fast von der Bühne gefallen. Ist also nicht wirklich geil. Und ja, andere Seite, ihr seht, das ist alles scheiße. Der ganze Schweller, also hier geht es mittendrin eigentlich noch. Hier habe ich es blank geschliffen gehabt und der Rostumwand war da jetzt noch nicht drauf. Ist aber alles irgendwie immer nur so, ja, kann man so machen, sollte man aber nicht. Und dann habe ich hier angefangen, Blech einzuschweißen. Das war auch nur so ein kleines Loch. Ich glaube, da habe ich mal ein Foto von gezeigt. Da habe ich einfach irgendwann aufgehört, weil das irgendwie, ich hätte es noch viel größer machen müssen und dann irgendwie noch weiter nach außen und noch länger. Und hier vorne ist auch da. Also da ist überall Gammel zwischen, deswegen sind die Bleche nicht mehr so schön aufeinander. Das ist alles echt scheiße, muss ich wirklich sagen. Das macht gar keinen Bock, jetzt an der Karosserie so richtig viel zu machen. Und es sind ja jetzt nicht nur die Schweller, ne? Das sind ja hier so kleine Punkte, da geht es natürlich weiter. Hier, ja, hatte mein Bruder mal aufgesetzt, das ist jetzt noch nicht so tragisch. Das kann man ein bisschen blank machen und dann einfach wieder schwarz machen. Ja, und überall da, wo ihr gelbe Farbe seht, ist halt Rost, den ich gerne weg haben wollen würde. Ne? Da, 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 ne? Da natürlich, da.
überall da, so an den kleinen Blechkanten. So, warum gelb? Ja, schöner Kontrast. Schwarz, gelb, fällt halt auf. Gelbe Farbdose hatte ich noch. Das ist die Farbe von den Bremssätteln von dem da. Kann man also so machen. Einfach nur, um sich das selber zu markieren. Und ja, Kotflügel ist gerade wieder drauf gesteckt aus Platzgründen. Selbst dahinter. Das, teilweise ist das halt wirklich nur so ein bisschen was Blankschleifen. Das, was einfach wieder sauber ist. Und dann sollte es eigentlich besser sein. So, aber warum passiert jetzt nichts in dem Video oder nicht wirklich? Ganz einfach. Ist für mich so eine Sache. Ich sage die ganze Zeit, dass der Wagen so ein Low-Budget-Projekt sein soll, dass Zeit gerne draufgehen darf, aber halt kostenmäßig sollte das im Rahmen bleiben. Bei den Schwellern ist jetzt halt wirklich so, das Ding ist halt echt kacke. So, jetzt hatte ich gerade schon in der Astra G OPC1 WhatsApp-Gruppe nachgefragt, ob jemand weiß, wo man Schweller herbekommt, die ja einigermaßen passgenau sind. So, dann sagt einer, er prüft doch bei Opel nach, ob es die da noch gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie recht teuer sind, aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, einfach nur wegen der Passgenauigkeit. So, jetzt kommt halt nächstes Thema. Ich muss euch nochmal mitnehmen. Und zwar, wahrscheinlich muss der Wagen auch in irgendeiner Art und Weise lackiert werden, weil da oben ist halt auch massiv Rost und hier ist ein Loch. Ich weiß jetzt nicht, wenn man bei Opel so ein Blechteil bestellt, gehen die genau bis in die Kante, weil das fände ich persönlich super dämlich. Dann würde ich wirklich eiskalt knapp da drunter schmeißen. Oder wenn die hier reingehen, das wäre dann theoretisch besser. Kann ich mir aber kaum vorstellen, dass die das machen. So muss ich das sagen. Weil mittendrin schmeißen sagt man eigentlich, macht man nicht. Wenn es perfekt passgenau ist, mit ein bisschen Glück, irgendwie die Kanten schon ein bisschen abgesetzt, dass man die so hintereinander stecken kann. Wer nicht weiß, was abgesetzt heißt, eigentlich hast du ein gerades Blech, da machst du so eine Kante rein, dass das nächste Blech dann da so reinkommt. Und dann kann man übergangslos das verschweißen oder Heftpunkten nur, also so noch Löcher reinmachen, dann Heftpunkte, um die da richtig aneinander zu halten. Ist natürlich alles mit super, super viel Aufwand verbunden. Aber auch wirklich, dann geht's richtig, richtig ins Geld, muss ich wirklich sagen. Ich war kurz am Überlegen, ob man vielleicht nicht doch eine andere Karosserie nimmt. Problem ist nur, eine andere OPC1-Karosserie. Die Leute, die so ein Ding selber fahren, wissen, wie das ist. Wenn man nur eine Karosserie sucht, ist das immer so eine Sache. Es gibt zu 100% welche, die deutlich besser sind. Aber man muss wirklich extremst genau hingucken und nur eine leere Karosserie kaufen. So oft kommt das nun mal auch nicht vor. Ich weiß, dass von den Fahrzeugen bestimmt aktuell irgendwo welche gestartet werden. Ich bin nicht so viel unterwegs auf Kleinanzeigen, Automobil oder wie die ganzen Seiten halt auch einfach heißen. Ich fände es nur schade, wenn man keine richtige OPC1-Karosserie bekommt, weil die soll ja wirklich irgendwo Verschleifbleche drin haben, die ein normaler nicht hat. Ich kann es direkt gar nicht sagen, außer hinten halt das Gewicht. Das wäre aber, ja, könnte man halt übernehmen. Ich persönlich fände das aber schade, so ein bisschen, ja, also dann kann man es auch gleich sein lassen und holt sich einfach einen ganz normalen Dreitürer und klatscht da den Motor rein, wenn man so will. Weil dann ist der, ja, dieses Originalding jetzt nicht unbedingt. Aber ich persönlich finde es immer relativ geil, wenn so ein Auto einfach dann auch wirklich ein OPC1 ist. Und wie eben schon gesagt, eine OPC1-Karosse kriegen, die deutlich besser ist, wo sich dann lohnt, vielleicht mal hier und da nur Kleinigkeiten, Rost wegschleifen und sowas. Schwierig. So, und jetzt hatte ich aber eben, wo der Astra H noch auf der Bühne war, gesagt, dass wir uns auch die Bremse noch angucken. Da muss ich jetzt einfach für entschuldigen. Ich habe tatsächlich so ein bisschen den Kaffee auf für heute. Ich weiß auch, dass ich in einem anderen Video gesagt habe, mit dem Rost ist alles halb so wild und bla bla bla. Da habe ich das in dem Ausmaß noch nicht gesehen. Ich würde ihn gerne komplett entlacken, ist aber auch tatsächlich wieder so ein Kostending. Wäre cool, aber klappt halt nicht. Sehe ich bei dem Wagen auch nicht. Also so Kosten-Nutzen-Faktor, muss ich wirklich sagen. Ich glaube nämlich nicht, dass die diese Wertsteigerung haben auf Dauer. Dass ich jetzt sage, okay, ich investiere jetzt, ich sage jetzt einfach mal 10.000 Euro mit Entlacken, Blecharbeiten,
wenn ich die dann selber mache und dann neu lackieren und dann, man fängt ja wirklich bei Null an. Ne? Also selbst die Klebenähte muss man nacharbeiten, beziehungsweise wieder abdichten, diese Abdichtnähte, muss man wirklich alles machen. Und das ist halt wirklich eine Heidenarbeit und auch halt viel Geld. Ich glaube nicht, dass der Wagen danach dann diese 10.000 Euro mehr wert ist. Einfach aus dem Grund, ja, ich habe halt alles selber gemacht und die meisten sagen halt so, ja, ich will aber Rechnung haben. Ist natürlich schwierig. Dann, Motor läuft halt gut, sieht halt trotzdem nicht so perfekt aus, obwohl der wirklich gut läuft. Ja, und das Ganze drumherum passt halt einfach nicht. Ne? Historie. Schwierig, kein Checkheft, kein gar nichts, denke ich zumindest, ich habe es noch nie gesehen. Ich möchte keinen Neuwagen bauen, sondern einfach nur ein Auto, wo man auf jeden Fall jetzt noch lange Zeit Spaß mit hat. Deswegen muss irgendwie der Rost weg. Wie genau, was genau, keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich den Innenraum doch noch zerlegen, hatte ich eigentlich keine Lust drauf. Einfach nur, um am Unterboden die ganzen Stellen, ohne Angst haben zu müssen, dass die Karre abbrennt, bearbeiten zu können. So, und dann weg von der Theorie, ran an der Praxis nochmal. Hier, diese Aufnahmen hier, die sehen ja auch bei mir aus wie Karl Arsch. Ne? Alleine hier, diese Muttern, die waren, glaube ich, neu. Wo wir den Wagen das erste Mal zerlegt haben, glaube ich jetzt mittlerweile nicht mehr dran. Aber ich meine wirklich, dass sie neu waren oder wirklich besser aussahen. Aber selbst diese Bleche, die hat, glaube ich, mal irgendwer nachgemacht und sehen die minimals anders aus, aber erfüllen auf jeden Fall voll ihren Zweck. Sollen aber auch irgendwie einen heilen Moos kosten. Wenn da irgendwer Connection zu hat, wäre das ganz cool. Und ansonsten sage ich jetzt mal mit nicht ganz so tollen Nachrichten. Ich hoffe, ich kann nächste Woche wieder ein paar Ergebnisse zeigen, egal ob von dem hier oder von dem. Wobei da eigentlich nicht wirklich was gemacht werden muss. Da müssten wir nur noch mal mitfahren. Wegen den Anzeigen, dass ihr das auch einmal seht in der Fahrt, wie das alles so arbeitet. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal wieder, ohne dass irgendwas großartig passiert ist, sondern nur mit zeigen, bis nächsten Sonntag. Guckt auch da gerne wieder rein. Tschüss!